Sie sind hier, 4. Juli 2018, 20.32 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Niko Kovac bittet die Spieler des deutschen Rekordmeisters erstmals zum Training. Bei der Einheit fehlen die WM-Fahrer und Neuzugang Serge Gnabry. Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac hat bei seiner ersten Trainingseinheit in Diensten des Rekordmeisters auf einen Rumpfkader zurückgreifen müssen, da zahlreiche Stars aufgrund ihrer Einsätze bei der WM in Russland noch nicht zurück in München sind, nahmen lediglich 10 Spieler aus der ersten Mannschaft am Training, das wegen Bauarbeiten an der Säbener Straße ohne Fans stattfand, teil. Dem Ex-Frankfurter Kovac, der bei den Bayern das schwere Erbe von Jupp Heynckes antritt, standen in der 90-minütigen Einheit mit Frank Ribéry, Javi Martinez oder Arjen Robben dennoch einige namhafte Spieler zur Verfügung. Nachwuchstalente aus der Jugend rückten zur Ergänzung auf. Gnabry trainiert individuell. Neuzugang Serge Gnabry trainierte nach seinem im Saisonendspurt erlittenen Muskelbündelriss noch individuell, aber mit Ball. Die Bayern hatten am Montag, knapp 8 Wochen vor dem ersten Saisonspiel gegen 1899 Hoffenheim, 24. August 20.30 Uhr im Live-Ticker den offiziellen Trainingsbetrieb aufgenommen. Vor der ersten Trainingseinheit mit Ball hatte der 46 Jahre alte Kovac interne Leistungstests sowie eine lockere Einheit auf dem Fahrrad angeordnet.